Voilà, douche. Voilà. C'est un bon fromage. Un beau, un bien prêt. Oui, ça va bien comme servir. Vite, vite. Guten Tag, Rallye-Fans. Wir sind in Ajaccio auf Korsika. Im Schatten der Napoleon-Statue findet die 26. Tour de Corse statt. Ein Lauf, der zur Weltmeisterschaft zählt. Alle großen Automobilmarken haben genannt. Lancia, Opel, Audi, Renault, Citroën, Peugeot, Porsche, BMW, Alfa Romeo, Ferrari und noch einige andere. Warum haben Sie eine neue Form der Rallye Korsika ausgewählt? Früher haben wir die Rallye im November gestartet, aber die Tage waren zu kurz. Meiner Meinung nach gab es zu viel Dunkelheit. Jetzt im Mai sind die Tage länger und ich schätze, dass die drei Etappen überwiegend tagsüber stattfinden. Das ist für die Presse, Fernsehgesellschaften, Sponsoren und so weiter vorteilhafter. D'aller beaucoup plus sur le circuit, sur nos épreuves et de mieux faire connaître notre pays qui malgré tout le mérite. Die Fahrer, so hört man, sind auch zufriedener. Ja, die meisten sind zufrieden. Natürlich haben mich einige alte Fahrer gebeten, ein paar Etappen im Dunkeln zu fahren, weil sonst ein bisschen von der Atmosphäre verloren geht. Früher haben die Zuschauer Feuer an der Strecke angezündet, Kastanien geröstet und so weiter. Es war sehr schön. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich wieder mehr Etappen im Dunkeln fahren. Ich finde die neue Form gut. Es stört mich nicht, nachts nur wenig zu fahren oder bei schlechtem Wetter. Wir werden in Ajaccio starten mit einer Etappe nach Bastia, eine zweite leichte Etappe, ca. 400 bis 500 Kilometer von Bastia nach Calvi, um die andere Ecke Korsikas kennenzulernen. Dann geht's wieder zurück nach Ajaccio. Zu den Klängen des städtischen Musikchors von Ajaccio versammeln sich die besten Rallye-Teams zum Start. Die erste Etappe Ajaccio-Bastia geht über 541 Kilometer. 411 Kilometer werden in 10 Sonderprüfungen gestoppt. Bei frischem Wetter und bedecktem Himmel haben die Fahrer ideale Bedingungen. Der Spitzenkampf entwickelt sich zu einem Duell des Ferrari unter Dandrouet, der schon dreimal Sieger der Tour war, und dem Renault 5 Turbo von Jean Ragnotti. Der Lancia Gruppe B feiert hier sein Debüt in der Weltmeisterschaft, aber der Motor ist ein bisschen schwach auf der Brust. Mit 250 PS zählt er nicht zu den stärksten. Die erste Etappe beendet er auf Platz 3. Yeah.
Esso hat drei Porsche genannt. Fréquelin Faucil, Vincent Calvier und Orsini Canonici, der frühere Sieger der Tour. Am Sammelpunkt in Kersa, nach 5 Prüfungen, liegt Andrué knapp vor Ragnotti. Der Porsche von Guy Fréquelin hat verschiedene Probleme. On vient d'essayer de mettre un peu plus de négatif à l'arrière. La voiture va un peu mieux. Der Wagen liegt sehr schlecht. Wir haben die Dämpfer ein wenig härter eingestellt. Sie waren viel zu weich. Ich denke, er liegt jetzt besser.
Am Ende der ersten Etappe in Bastia führen Jean Ragnotti und Jean-Marc Andrier vor André Bisch mit 1 Minute 48 Sekunden. In der neunten Prüfung geben Darnish Maé, die sechsmaligen Sieger der Tour, auf. Bernard Béguin im Porsche 911 kann sich freuen. Der härteste Konkurrent ist ausgefallen. Alles klar, sehr gut. Wir haben kaum Probleme. Klopfe auf Holz. Wir haben nur zwei Scheiben gewechselt, aber ich glaube, das ist normal bei der harten Fahrweise. On a beaucoup attaqué, beaucoup tiré sur les freins. Alors, ça les a un petit peu voilés, mais c'est presque normal. Michel Mouton hatte erst Probleme mit dem Allradantrieb und dann mit dem Getriebe. Sie ist weit zurückgefallen. Merci Jean-Charles. En troisième position. Walter Röhr liegt auf dem dritten Platz mit einer Sekunde Vorsprung auf Béguin. Auf Platz 5 Bruno Sabi, Platz 6 Jean-Louis Clar, 7. ist Vincent, 8. Fricklin, 9. Mouton und 10. Marco Allen. Et en 10e position Marco Allen. Guy Fricklin, est-ce que vous pouvez nous faire un... Guy Fricklin, kannst du uns etwas über den schweren Tag sagen? Ja, wir hatten viele kleine Probleme. Zuerst hatten wir einen Platten, danach habe ich eine Mauer gestreift. Kurz darauf eine weitere Reifenpanne, die uns 10 Minuten gekostet hat. Der Wagenheber passte nicht mehr in den Holm. Zu allem Ärger ging auch noch der Scheibenwischer defekt. Là, dans la dernière épreuve spéciale, on était en panne de désembuage et en panne d'essuie-glace. Glaubst du, morgen einige Plätze aufzuholen? Nein, wir sind zu weit zurück. Es wird jetzt sehr schwierig werden, nach vorne zu kommen. Wir können nur auf Ausfälle hoffen. Schade, dass wir so viel Zeit verloren haben. Jean-Luc Thierrier im Renault 5 Turbo hat Probleme mit der Benzinzufuhr. Er ist weit zurückgefallen. Attilio Bettega wird Opfer eines Ausflugs in die Botanik. Andrier im Ferrari ist trotz der Haarnadelkurven teuflisch schnell. Er erzielt in dieser Sonderprüfung die beste Zeit. Yeah.
Zu den Schwierigkeiten der Strecke kommen Probleme, die niemand voraussehen kann. In der zweiten Etappe von Bastia nach Ajaccio führt die Strecke durch eine wunderschöne Landschaft. 470 von 662 Kilometern werden gestoppt. Das Wetter ist trocken. Aber drohende Wolken lassen die Fahrer nachdenklich werden. In den ersten fünf Sonderprüfungen der zweiten Etappe greift Andrier an. Er erzielt die beste Zeit und macht 46 Sekunden auf Ragnotti gut. Er fährt so hart, dass den Zuschauern der Atem stockt. Bruno Sabi geht die zweite Etappe gut an. Er kann zufrieden sein. Terrier Vial haben Motorprobleme. In der Gruppe B dominiert Alain im Lancia. Der Kampf in Gruppe 2 ist unentschieden zwischen Schusch und Lunel. Auch in Gruppe A wird hart gefightet. In Gruppe N haben die Alphas von Loubet und Ivora die Führung übernommen. Das Wetter hat sich schlagartig geändert. Regen und starker Wind setzt ein. Michel Mouton, Walter Röhrl, Andrier und andere Fahrer sind so überrascht, dass sie ihre Bereifung nicht gewechselt haben. Sie verlieren fast 3 Minuten auf Ragnotti, der voll fahren konnte. Thank you.
Am Ende der zweiten Etappe in Ajaccio regnet es unverändert. Die Fahrer bereiten sich auf den Endspurt am darauffolgenden Tag vor. 7 Sonderprüfungen sind zu fahren. Jetzt, zum Ende der Rallye, drehen die Fahrer noch einmal auf. Mit meinem Renault 5 Turbo habe ich im Regen keine Probleme. Aber mit meinem Vorsprung möchte ich kein Risiko eingehen. Das Wetter hat sich weiter verschlechtert. Zum Regen gesellt sich nun auch noch der Nebel. In den Bergen ist die Sicht teilweise katastrophal. Werden Ragnotti und Andrier ihren Vorsprung halten können? Jean Ragnotti und Jean-Marc Andrier werden Sieger der Rallye Corsica. Der zweite Platz geht an Andrier Bisch im Ferrari. Sie hatten sehr viel Pech durch einen Feuerausbruch und eine defekte Kupplung. Béguin Lenn im Porsche werden Dritte. Walter Röhrl und Christian Geisdorfer im Opel Ascona landen auf dem 4. Platz. Fünfte werden Bruno Sabi und François Sapé im Renault 5 Turbo. 6. Fricklin, 7. Michel Mouton im Audi, 8. Vincent, 9. Alain und an 10. Stelle das erste private Team mit Heimvorteil Robert und Jean-Michel Simonetti. Einen Doppelsieg feiert in Gruppe N Alfa Romeo. In Gruppe A siegt Bruno Buscari im Golf, in Gruppe B Marco Alain im Lancia. In der Gruppe 2 Ferrucci im Opel Ascona. Bien,
comme souvent, les vainqueurs n'ont pas d'histoire, je veux dire, il n'y a pas trop à raconter parce que la voiture n'a connu aucun problème. On a eu vraiment aucun problème. Sieger haben meistens nicht viel zu erzählen. Mit dem Auto hatten wir keine Probleme. Am Anfang sind wir ziemlich hart gefahren. Ich glaube, wir haben alles gegeben. On était au maximum tous les deux partout et il a fallu le début de la pluie. Als der Regen kam, konnten wir uns ein bisschen absetzen. Bei unseren Verfolgern ist die Moral etwas gesunken. Das war gut für uns. Auf der dritten Etappe haben wir den Sieg sichergestellt.